Ja, Freunde, ich komme mir vor wie auf der Route 66. Verstehst du, hier so eine kleine Tankstelle hier, so direkt an die Straße. Wollte ich da tanken, dann musst du erst bezahlen, dann tanken, darfst du tanken. Und da wusste ich auch nicht wie viel. Meinen Ausweis hingebracht, dann hatte ich die Säule freigeschaltet. Aber hammer geil hier. Ja, ich bin jetzt hier so ein paar Minütchen von dem Ziel entfernt. Also einen Zwischenstopp hier nochmal gemacht und ja, wir hoffen halt gleich, weil der Stefan auch dann kommt und da wollen wir mal ein bisschen was noch Tolles heute Abend zu sehen bekommen. Ja, boah, Schatti, ich glaube, ich habe nicht die richtige Kleidung mitgenommen. Scheiße. Mal abwarten. Oh, Freunde, kann nur mega werden. Der Stefan müsste eigentlich so in 20 Minuten hier auftauchen. Wir haben jetzt hier an der tollen Route 66 Tankstelle haben wir jetzt ausgemacht, dass wir uns hier treffen. Und dann kann ich auch noch mal ganz in Ruhe hier meinen letzten Kaffee trinken. Und wir werden auf jeden Fall heute Abend noch, da starten hier mit den ganzen Bunkeranlagen da und die da am Strand und so am Meer. Batterie sowieso. Da ist es. Das ist ja auch kein Geheimnis, das ist ja ganz offiziell. Und das gucken wir uns da gleich an. Freunde, bleibt dabei. Also, warten wir, bis der Stefan kommt. In Frankreich angekommen, wollte sich am großen Meer. Gerade zwei Zivilbusse, voll fett Blaulicht machen die auf einmal neben. Ich habe mich so erschrocken, ich habe die nicht gesehen. Aus dem Nichts sind die gekommen, ne? Ja, aus dem Nichts. Wir wurden gerade angehalten. Alter, was ist hier denn los? Alter, was war das denn, ey? Ich denke, was ist denn jetzt los? Ich dachte, die haben mich gesehen, wo ich gefilmt habe während der Fahrt. Und voll in Zivil, die Dinger. Ich denke, was blinkt das? Weil die kann ja aus dem Nichts. Ja. Aus dem Nichts. Und zwei sogar. Ja. Noch einer. Alter, da dachte er, ja, hier, was ist drin? Was ist drin? Ja, genau, was bei mir drin? Nur hier. Ja. Hinten. Ich so, was will der jetzt von mir? Das ist Camping. Okay. Wo wollt ihr hin? Alter Schwede. Oh Mann. Ich sag, sofort rausgeschwungen, setzt sich seine Maske da auf. Oh, wir sofort zeigen hier, was wir hinten in den Autos haben, aufmachen und so. Ich sage, ohne Camping. Halleluja, ey. Dann guckt er, ja, wo wollen sie hin? Dann so ein bisschen gebrochen Englisch da. Ja, hier zum großen Wasser. Alter. Da, Freunde, könnt ihr da hören? Da ist es, das große Wasser. Mega. Ja, ich habe gedacht, wir könnten da hinten parken, aber das ist nur für autorisierte Menschen, habe ich das Gefühl, ne? Da hinten das Ding. Ja. Da hinter uns. Ja, jetzt müssen wir gucken, wo wir hier uns hinstellen können. Wir müssen ja jetzt auch noch zu den Bunkern hinlaufen. Dune de Wolf. Ach, siehst du, hier sind die ganzen Sachen sind hier auch. Ach, siehst du hier? Da wollen wir, glaube ich, hin jetzt. Und hier sind überall, guck mal da, alles voll. Und hier gibt es auch noch so ein großes Museum. Also ist schon, das ist der Ostatlantikwall. Keine Ahnung, Freunde. Alter, das ist so mega geil hier. Also schon Hammer. Guck mal, da steht schon das erste. Oh, da steht schon. Ja. Sieht das nicht schon mega aus? Wow. Tagsüber wird natürlich auch eine geile Geschichte hier so umzukrauchen. Ach, guck mal da unten. Hier kommt man, denke ich mal, früher rein, nicht wahr? Alter, Verwalter. Leider nicht rein. Nee, das war's. Ja, okay. Aber da gibt es noch andere da hinten. Die sind da kann man so durchgehen und sowas alles. Und auch oh, Hammer. Was ist denn jetzt hier? Der sieht ja mal richtig krass aus.
Ach Mensch, schade, ich glaube, da kann man nicht rein. Ach, guck mal hier. Ich glaube, ganz geradeaus, da ist auch noch was Großes da. Oh ja, Tatsache. Da hinten, da. Ich bin noch im Bunker. Da müsste noch irgendwie was sein. Warte, da kann man noch mal da mal hinleuchten. Da, ach da, jo, guck mal da. Oh ja. Oh ja, Freunde, seht ihr da hinten? Da ist noch richtig was Schönes, Großes. Ja, warte mal, ich glaube, ich muss mit. Haben wir. Da müssen wir auch hin. Und da vorne, den wir gesehen haben, war für so eine Kanone. So eine Flakkanone oder sowas, denke ich mal. Also, Freunde, ne, ihr gibt da Experten da draußen, da weiß ich genau. Ne, haltet euch nicht zurück mit den Kommentaren, gebt richtig Gas. Also, wir sind zwei dumme Bratzen. Ne? Einer aus dem Norden, einer aus dem Ruhrpott. Was wollt ihr da erwarten? Ich bin eine dumme Krabbe. Ja, das ist eine dumme Krabbe, ich bin eine dumme Currywurst, was weißt du? Freunde, nee, ganz im Ernst. Also, das ist jetzt hier nachts um, weiß ich nicht, mittlerweile 1 Uhr hier rumzukrauchen, ist schon eine tolle Sache. Mega. Mega, mega. Da hat schon jemand seinen Handschuh verloren. Ja, ich habe den Eingang gefunden. Alter, hier geht's rein. Oder runter. Ich weiß nicht, wie weit es hier runter geht. Ich hätte aber nur verschwunden. Ne? Gar nicht mehr, wo du hier bist. Ich glaube, der Stefan, der war vorhin da oben. Oh, wie gut, wie geil das aussieht. Alter. Krass. Ach, da ist der Stefan bestimmt. Siehst du? Da. Faszinierendes Ding hier. Guck dir das an. Das ist irgendwo natürlich schade, dass man das echt nicht so wirklich alles so richtig sieht. Ne? Und, aber das hat natürlich auch eine wahnsinnige Atmosphäre jetzt. Ne? Hier muss irgendwo ja, auch denke ich mal so eine Tafel stehen oder so, wo, weil hier sind die einzelnen Bunker, die sind hier, oder Geschützunterstände oder wie auch immer, L14, die sind alle durchnummeriert. Scheiße. Ja, Wahnsinn. Das ist absolut der Wahnsinn, ey. Ach, guck mal, hier geht es mal hier hin, geht immer weiter rein. Hier mal Munition gelagert worden ist. Ja.
Alter. Guck mal, da hinten ist auch noch was. Hier die alten Haken da drin. Krass, das war wie so eine, ja, wie die Außenmauer hier praktisch. Also ich schätze mal hier hinter mir die Geschichte, das war mit Sicherheit diese Außenschutzmauer oder sowas. Auf jeden Fall war das eine Schutzmauer für die ganze innere Geschichte hier. Wow, also das ist Hammer, absoluter Hammer. Ob man hier vielleicht doch nochmal am Tag nochmal ja, kurz einen Blick drauf werfen soll, man weiß es nicht. Also mal gucken, vielleicht finden wir hier in der Nähe einen Platz zum Schlafen und ja, und können dann vielleicht morgen nochmal so kurz hier hin. Das wär schon. Man verpasst bestimmt jetzt das ein oder andere. Da vorne, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier irgendwo wieder runterkomme. Weil hier hinten runterspringen, die 15 Meter möchte ich nicht. Alter. Ich glaube, das war irgendwie so eine dicke, große, fette Schutzmauer hier. Dieses Teil. Ich war da unten schon, du kannst da unten komplett lang hin. Ach guck mal, hier war bestimmt so eine Gittertüre drin. Hier haben sie die. Ich bin so geschrocken. Die Wände rausgekloppt, dass du hier durchgehen kannst, oder was? Wow. Es wird hier immer niedriger hier drin. Da sind wieder so Luftabzug. Krass, scheiße. Ach, hier ist der, guck mal hier, hier geht wieder. Haben sie noch reingekloppt, die gehen da draußen. Wie krass ist das denn hier, sag mal? Oh, man muss echt aufpassen, wo die hier muss. Ne? Ja, danke. Mal hier gucken. Oh, jetzt haben wir hier eine richtig schöne. Alter! Krasser Scheiß ist das denn schon wieder? Wow. Hier musst du auch tierisch aufpassen, dass du nicht irgendwo mal richtig abschmiegelst, ne? Guck dir mal diese Dornen an. Guck dir mal. Alter, das muss ich dir jetzt mal zeigen. Jetzt fehlt nur noch der Regen. Eigentlich ist es nicht, dass es regnet. Jemand, hast du gesehen, wie lange Dornen hier dran sind? Guck mal hier. Da haben die extra für uns hingestellt. Alter Schwede. Guck dir das mal an, ey. Boah, das sind aber Oschis. 10 cm Dorn, ey. Du, wir steigern uns. Aber richtig spitz. In Deutschland schön klein und in Frankreich schon groß. Ja. Boah, das nächste Mauer. Das ist mal ruhig, oder? Das Meer. Da müssen sie ziemlich nah dran sein, ne? Boah, das sieht auch aus. Guck mal, da steht er ja schon. Ist das nicht bombastisch? Boah, das ist Hammer, oder? Dann da hinten, das kann man gar nicht so rüberbringen. Nee. Das hat sowas Apokalyptisches, die ganze Atmosphäre hier mit dem Vollmond, mit diesen Ruinen hier. Alter, ist das krass. Na, der Stefan hat gerade auch schon gesagt, wenn ihr wollt, dass wir hier am tagsüber mal hingehen und die ganze Sache nochmal. Oh, Alter, sind hier Dornen, ey. Boah. Ah, scheiße. Ah. Junge, schöne Gesicht, Leute, damit du die Dornen nicht siehst, so blöden Vogel. Oh, alles voll, guck mal, alles voll von diesem Zeug hier. Hey, let's go. Alter. Wenn ich das Wasser da unten rauschen höre jetzt, ne? Und ich sehe da gar nichts und ich sehe auch nicht, wo du stehst. Alter, da wird mir aber ganz schwindelig. Das ist. Ich nehme an, dass die hier rausgeschossen haben, ne? Ja. Das waren diese, ja.
krass. Der sieht dann noch irgendwie krasser aus mit diesen Gittern da drin, finde ich. Ja. Das wirkt jetzt noch, ja genau. Schade, man da nicht. Aber ja gut, zu sehen gibt es jetzt ja nicht mehr viel. Und ja. Ach, Scheiße. Eieiei. Also hier geht ja schon mal steil runter und dann ist Wasser ist immer noch richtig mächtig runter. Nur Maikäfer hier. Nicht, dass ich nicht laufen könnte, ne? Ich kann hier auch nicht laufen. Du bist jetzt die Robbe. Ja. Alter, wie krass ist das? Guck mal, wenn man jetzt hier so in den Vollmond guckt und dann jetzt hier auf diesen Bunker. Mega. Das ist Hammer, oder? Absolut mega. Aber ich würde ja gerne da vorne hin, aber ich traue mich nicht. Das geht nicht. Ich bin hier schon. Ist schon krass, dass ich überhaupt hier oben sitzen kann. Oh, ich weiß nicht. Das ist auch echt wahnsinnig, wenn man hier so drauf guckt auf den Bunker. Oh, wenn du da so reinkommst. Da waren schon welche drin, die da fleißig Graffiti gemalt haben. Alter. Oh. Alter. Oh. Oh. Das ist doch. Nee, geht auch ja. Nicht. Die andere Seite ist so das gleiche wie hier. Übrigens stehst du jetzt hier auf dem Plattform. Sag nix. Nee, da, hier ist das gleiche wie da. Ah, okay. Boah. Alter. Boah, ist das krass. Nee, das ist krass. Vor allen Dingen, du siehst ja nur schwarz darunter und du siehst nichts. Und puh. Jetzt muss ich irgendwie wieder da rumkommen. Das kann jetzt was geben, ey. Eieiei. Da schwebe ich da. Zack, hier. Zack. Ja, hör das auf. Und schon fallen die runter. Das mag jetzt ziemlich bescheuert aussehen. Alter. Ja, nun nützt ja nichts. Besser so als also, umkippen der, oder so. Dass der Helikopter gleich kommen muss, ja. Und mich abholen. Nee, lass mal. Wir müssen ja auch noch essen und Kaffee trinken. Ach, jetzt im Moment ist ganz, ganz extrem. Komisch, dahin konntest du so draufstehen, ja. Ne? Und hier ja. Jetzt auf einmal. Das ist ganz, ganz extrem. Hier, hier ist Bingo Bongo. Jetzt hast du es geschafft. Das Schlimme ist, du kriegst keine Luft mehr. Ich habe mich jetzt nicht angeschrien, gar nichts. Keine Luft mehr. Und wenn es ganz krass ist, kannst du dich nicht mehr bewegen. Es mag zwar bescheuert sein für manche Leute. Oh, Alter, ist so krass. Naja, nun, es gibt halt Leute, die Höhenangst haben. Das ist ja nun mal eben so. Aber Respekt an Jack, Daumen hoch. Dann ist das Schöne, wenn man die Höhenangst nicht hat. Aber egal, Freunde, es geht weiter. Da unten sind auch noch zwei so Geschützstationen. Da gehe ich jetzt auch noch mal hin. Wunde offen ist. Solche Runde, ey.
Wasser. Gut, macht seine Arbeit hier, ne? Mann, das ist so krass. Vor uns schwarz nur das Meer. Ach guck mal, das hat man noch gar nicht gesehen. Hier hat doch bestimmt auch so ein, weiß ich nicht, Maschinengewehr. Das war bestimmt eine Flak. Flak. Ja. Hundertprozentig. Guck dir an, wie krass das aussieht. Gebrochen hier. Da gehe ich nicht weiter rein. Ach, das ist, sieht aber schon mega aus. Hammer. Was ist das für eine komische, ja, Metallröhre. Aber wo es da hinging, ey. Wahnsinn. Seht ihr da, Freunde, da auch schon alles durchgebrochen. Das ist schon echt krass, ey. Das waren bestimmt so Verbindungsschächte. Ja. Ich gehe davon aus, aber ich gehe davon aus, dass ihr das mir raus muss. Alter! Das geht da so, ist so ein scheiß glatter Stein da unten. Junge, 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 Junge. Da hast du echt Angst, weil das ist so durchgebrochen da drin schon. Was ist da unten, wenn du reinliegst? Oha! Überall hier so Stolper fallen, wenn ja. Du da mit dem Fuß rein, ne? Dann kann ich aber wirklich der Helikopter, ja, Polo, guck, da überall da auch schon wieder da, so komische Gänge hier und hei. Hier sind wir bis da ganz hinten da. Wo die blauen Lämpchen da hinten sind. Und dann gibt es endlich was zu essen. Und noch einen Kaffee. Wir haben 2.30 Uhr, habe ich gerade gesehen. Boah. 2,5 Stunden sind wir jetzt hier rumgezöckelt. Aber war echt spannend. Also wie gesagt, für das Ganze nochmal im Hellen, Teil 2. Daumen, Kommentare. Bis gleich, Freunde. Da fahren sie weg. Polizei, die sie vorhin uns angehalten haben. Oh, jetzt halten sie an. Ach du Scheiße. Scheiße. Die halten tatsächlich an. Jetzt fahren sie weiter. Und jetzt haben die hier gestanden die ganze Zeit mit Licht aus und Stefan, meinst du, ob die gedacht haben, wir wollen hier irgendwie, entweder haben die gedacht, wir sind abgesoffen, die haben unsere Autos da hinten stehen sehen, weil ich habe denen ja gesagt, wir wollen zu den Bunkern. Hast du gesagt? Ja, ich habe denen ja gesagt, wir wollen die Bunker uns angucken. So. Und entweder haben die jetzt gedacht, wir werden abgesoffen. Ja, kann doch möglich sein, ja. Weil ne, hier, Ebbe, Flut, tut nicht gut, zack, bist du weg. Ey, ich komme doch vom Norden, von der Nordsee. Ja, deswegen ja. Ich gehe nicht unter. Nee, deswegen ja, ich aber. Nee, aber mal ganz im Ernst, guck mal, wie nah das Wasser jetzt ist und wie weit wir vorhin rausgehen konnten. Aber... Oder die haben gedacht, weiß ich nicht, keine Ahnung, du kannst ja nicht nix schmuggeln hier oder so, ich weiß nicht. Aber Hammer! Da stehen die hier schon wieder direkt hier vorne, 2 Meter weiter die Polizei. In Zivil, die gleichen, die uns vorhin angehalten haben. Krass. Ja, das ist doch kein Zufall. Die stehen da hinten, die halten uns an, die winken uns raus, die stehen da hinten, jetzt hier. Wahrscheinlich sind die mit der Hunde schon um das Auto, um die Autos rumgelaufen. Glaubst du das? Hundertprozentig. Vielleicht werden hier in der Ecke hier Drogen geschmuggelt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da hinten ist schon Calais oder was, ne? Ach ja. Ist nicht weit weg. Ist nicht weit weg. Ja, das kann schon echt möglich sein, dass die meinen, wir werden hier echt irgendwie... Freunde! Vielleicht
wegen dem Hafengelände alles. Ja, ja, klar. Hast du den gesehen mit den Hunden in den Dünen? Ja, der ist gerade da rausgekommen. Ach so. Der ist da rausgekommen mit dem Hund. Das kann sein, wegen Drogen und so? Ja, 100 pro. Vielleicht haben die ja wirklich unser Auto auch schon hier, den Spürhunden. Gebe ich den Brief und Siegel drauf, dass die Hunde um die Autos gelaufen sind. Das kann sein. 100 pro. Boah, Freunde, die Nacken konnten jetzt warten. Ne? Ja. Aber was eine krasse Geschichte. Was wir hier schon wieder durchmachen müssen. Freunde, Abenteuer hochsehen für euch. Jetzt haben wir so ein Plätzchen gefunden. In so einem abgelegenen Hafen hier. Aber mega geil. Den müssen wir mal gucken. Geht auch schon wieder. Da ist nochmal so ein Bunker da. Hier. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier jetzt hier sehen können. Das ist der Schiff. Das ist der Leuchtturm da oben. Mega. Das ist so ein richtig schöner Hafen hier. Hier stehen noch ein paar andere Autos. Wir machen uns jetzt hier noch ein bisschen schnell was zu essen. Ach, nur eben so kurz schnell was warm machen. Wir wollten ja noch grillen und so, aber das verschieben wir auch morgen. Da hinten auf der anderen Seite, da stehen so ein paar Wohnmobile. Da haben wir uns halt irgendwo dazwischen. Und dann müssen wir erst mal ein bisschen schlafen. Und jetzt hier 3-4. Ich habe hier noch so eine Kürbissoße Dose hier. Die werde ich mir jetzt einfach so kalt, werde ich mir die jetzt geben. Glaube ich. Ja, komm hier rüber. Mir ist egal, also ich kann Kaffeewasser machen. Was machst du denn warm? Ich mache gar nichts mehr warm. Ich esse nur noch so eine olle Wurst aus der Dose. Ich habe so die Schnauze voll. Okay, da müssen wir mal gucken, weil ich mache mir eben eine 5-Minuten-Termine, weil ich habe heute gar nichts. Ich auch nicht, gar nichts. Hey, warte, ist das so eine Currywurst, denkst du? Mhm. Ja. Der Stefan Martin, eine 37-Minuten-Termine. 37-Minuten-Termine. 50 du musst Minuten. Wasser rein, du musst. Ach so, ich dachte, ich kann das jetzt so. Ach so, gut, dass du mir das sagst. Ach, wir werden jetzt hier noch ein bisschen essen und dann hauen wir uns gleich da gegenüber irgendwo dahin. Da stehen so 6-7 Wohnmobile, da packen wir uns dazwischen und dann warten. Freunde, mal ganz im Ernst, also Atlantikwall, das gehörte zum Atlantikwall, die ganze Geschichte. Boah, das ist so kalt hier. Das war schon einer der etwas größeren Stationen. Nicht Stationen, sondern Festung? Ja, sagen wir mal so. Das hat da schon also richtig gebollert. Ne? Und es gibt noch so viel hier, gerade so in dieser Ecke, in dieser Gegend hier von diesen Bunkern und so was alles. Und das ist absolut der Wahnsinn. Guck mal, da hinten, da kommt schon wieder ein Auto. Ich will nicht hoffen, dass da schon wieder die Polizei ist. Alter, ey. Komische Vögel. Ja, es ist sehr merkwürdig hier, wo wir hier sind. Freunde, in diesem Sinne, Abo, Glocke, Daumen, Frühstück, Kaffee, Büterchen. Oh, wir sind durch, wir sind absolut durch. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Lasst Kommentare da und ja, wir sehen uns. Haut rein.